Schönen guten Morgen. Ich habe gedacht, ich melde mich mal kurz im Licht einer Bremsleuchte. Also, ich bin jetzt unterwegs nach Isny. Das sind so 130 Kilometer knapp. 2 Stunden Anfahrt. Also, ja, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Fahrerei. Ne? Dann melde ich mich zwischendurch mal. Ja, noch ist rabenschwarze Nacht hier, obwohl das Handy eigentlich schon wieder viel mehr draus macht. Aber es ist tatsächlich noch dunkel und ja, wettertechnisch soll es heute ruhig bleiben. Kein Schnee, nichts Besonderes und ja, ich denke, dass ich da ganz gut ins Allgäu kommen werde. Ja, mittlerweile bin ich so kurz vor Überlingen, langsam wird es hell und ja, hier liegt überraschend viel Schnee. Habe ich gestern schon gesagt, hier für den Bodenseebereich. Und ja, schauen wir mal, wie es im Allgäu aussieht, aber ich habe ja noch 1 Stunde 32 bis Ziel, ne? Mindestens, je nach Verkehr. Ja, und mittlerweile habe ich das Allgäu erreicht und bin jetzt so circa ja, 15 Kilometer vor Isny hier auf der B12 und ja, schneetechnisch sieht es ähnlich aus wie bei uns. Straßen sind aber alle frei, also alles gechillt soweit. Yeah, mittlerweile habe ich Isny erreicht und ja, zum Fahren war alles in Ordnung. Ja, bei dem Kunden bin ich heute zum zweiten Mal und zwar hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass mich die Disposition 3 Tage zu früh losgeschickt hat. Und zwar der Anschluss war beim Netzbetreiber noch gar nicht geschalten, als ich vor Ort war. Ja, der Kunde ist jetzt seit ein paar Tagen ohne Telefonanschluss, ist aber im Moment noch relativ gechillt. Und ja, jetzt werde ich versuchen, seinen VoIP-Anschluss heute in Betrieb zu nehmen. Der hatte einen klassischen ISDN-Anschluss und der ist eben weggeflogen und ich hoffe, dass es heute klappt. Na? So, jetzt bin ich wieder im Büro des Kunden. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran und da steht mein Corpus Delicti, ne? Dieser OneAccess-Router und den gilt jetzt in Betrieb zu nehmen. So, Internet funktioniert, wie man sieht. Und jetzt mache ich noch ein paar Voice-Tests mit meinem Prüfhörer und dann müsste es erledigt sein. So, das ist erledigt. Und jetzt weiß ich auch, warum der Kunde so gechillt war. Trotz fehlendem Telefon- und Internetanschluss ist er im Moment gar nichts. Aber ja, das liegt wohl daran, dass sein IT-Verantwortlicher irgendwie bis nächstes Jahr ausfällt und im Krankenhaus irgendwie liegt. Ja gut, das ist jetzt hier nur eine Außenstelle von dem Unternehmen. Es ist nicht ganz so tragisch. Und jetzt geht's weiter, nämlich nach Ulm-Elchingen. Da habe ich jetzt ja auch 1 Stunde Anfahrt und circa 100 Kilometer, auch für 2 Inbetriebnahmen. Na, und los geht's. Ja, und mittlerweile bin ich auf dem Allgäu-Highway sozusagen Richtung Memmingen unterwegs. Ja, wie man sieht, hier ist auch relativ entspannt alles und wenn es so weitergeht, bin ich sehr froh heute. So, ich bin in Ulm angekommen, habe jetzt ein paar Kilometer zu meinem Kunden und das ist ein relativ großer Geschäftskunde und der bekommt heute 2 50 Mbit Leitungen geschalten via LAN, symmetrisch, ich gehe mal davon aus, Hauptleitung und Backup und natürlich alles abgeschlossen mit jeweils einem Router und ja, bin mal gespannt, wie das hinhaut. Ne? Und wie man sieht, liegt hier im Bereich Ulm so gut wie kein Schnee, nur so ein paar Fetzen, aber nichts Besonderes. Und ja, leider ist es heute den ganzen Tag irgendwie neblig und ja, hab die Sonne leider noch nicht einmal gesehen bis jetzt. So.
So, die zwei habe ich in Betrieb genommen, aber die haben leider keinen Platz mehr im Serverschrank. Deshalb müssen jetzt mal hier oben stehen bleiben, bis hier unten was rausfliegt. Jo, auch die zwei Router laufen. Ich bin heute etwas überrascht, weil es läuft bis jetzt alles wunderbar durch, ohne irgendwelche Komplikationen. Kommt auch nicht immer vor, ne? Ihr kennt es ja, wenn ihr meine Stories regelmäßig schaut. Aber heute war es wirklich so, perfekt, alles super. Und jetzt bin ich arbeitslos im Moment. Hab aber jetzt erstmal Hunger und hol mir was zu futtern. Ja, und dann fahre ich mal Richtung Heimat und vielleicht geht ja noch was. Mal schauen. So, jetzt habe ich mich eingedeckt für die Heimfahrt, denn ich habe, wenn jetzt nichts mehr kommt, von hier nach Tuttlingen knapp 2 Stunden. Bisschen mehr sogar, 140 Kilometer. Und wenn nichts mehr kommt heute Nachmittag, muss ich mich auch mal in die Buchhaltung setzen. Der ist ja schon wieder am 10. Abgabe. An der Stelle liebe Grüße an dich, Jörg. Du bist ja auch gerade im Büro und am Bürokram. Ja, ich hasse das, aber ja, muss sein. Ne? Sonst kommt Finanzamt, ihr kennt es ja, ihr Selbstständigen. Ja, und an der Stelle natürlich noch viele Grüße nach Berlin an den Darko. Der hat heute Geburtstag, ja. Wollte ja gerade sagen, feier schön, aber geht ja nicht, ja, wegen der ganzen Kacke da. Und ja, vielleicht sehen wir uns an Silvester. Ja, mal sehen, ob das da stattfindet oder nicht. Und ja, alles Kacke irgendwie mit dem Corona. Ne? Also, wenn noch was geht, melde ich mich. So, jetzt haben wir 14 Uhr. Ich bin jetzt kurz vor Tuttlingen. Es kam jetzt leider nichts Neues mehr rein. Aber die Sonne kommt raus. Na, ist das nicht herrlich. Das erste Mal heute. Oder auch die letzten Tage, dass man ein bisschen Sonne sieht. Ne? Also, sonnige Grüße hier aus dem Südwesten. Ja, herrlich. Ja, die Sonne kämpft sich ein bisschen durch den Hochnebel. Ja, wie gesagt, kam nichts mehr heute. Ich mache mir jetzt ein Bürokram, was wir sonst machen. Morgen bin ich wieder in Singen. Ne? Ihr wisst Bescheid, Corona-Test und so. Fettes Stäbchen in die Nase. Ich freue mich schon tierisch. Und ansonsten ist noch nicht viel morgen. Ja? Also mal gucken, was noch geht. Ja, ansonsten schönen Tag und danke fürs Zusehen und dann bis morgen, falls nichts mehr kommen sollte heute. Ne?